Model Y Performance, made in Germany, state of charge, 84%, 18 degrees outside, first try. First pull, 4.17 seconds. Second pull, 83, state of charge. Gut. Super. Also. Model Y long range, 79 kilowatt hour battery, state of charge 83%, 15 degrees. Zero to 100, 5.09 seconds, first pull. 0 to 100, second pull, 82% state of charge. 5.12 seconds. 0 to 100, third pull, state of charge 80%. 5.13 seconds. Yeah. Okay guys, Model Y long range with acceleration boost, state of charge 81%, outside temperature 31 degrees. F
4.44 seconds. First pull. Second pull, 80% state of charge. Second pull, 4.44 seconds. You can feel with the acceleration boost. It pick up from the line. It's quicker. There's not a little delay. Third pull, 78% state of charge. Four point 4.43 seconds. Yes, the passing power. I think it's a little bit more, but in this sphere of acceleration, it's very difficult to say. Yes, it's 1/10, 2/10 quicker. I don't know. Okay guys, we managed it. Whew. A lot of traffic, but the official numbers are 0 to 218, 4.9 seconds, and the rest I will look later when I park. Okay guys, we have the data. So, der Vergleich ist abgeschlossen. So, wir haben den Versuchsaufbau gemacht. Also die Fahrzeuge waren immer so bis 85% geladen. Dann stehen lassen. Die Temperaturen beim ersten und zweiten Test waren relativ vergleichbar. Da war es, glaube ich, 18 Grad beim Performance oder so um die 20 Grad. Und beim Long Range waren es 15 Grad. Jetzt beim Long Range mit dem Acceleration Boost war es leider schon deutlich wärmer, 30, 32 Grad. Ob das viel in die Kalkulation damit einfließt, weiß ich nicht, aber das will ich auf jeden Fall gesagt haben, dass da halt höherer Temperaturunterschied war. Ja, ansonsten, die harten Fakten, war es halt interessant zu sehen, vor allem, wie die Fahrzeuge performen, out of the box quasi, quick and dirty, ohne da großartig im Supercharger vorzukonditionieren oder nach dem Ladevorgang, wenn die Batterie richtig heiß ist, das zu machen, sondern so, wenn man wie normal zu Hause losfahre. Model Y Performance zu Model Y Long Range, da haben wir ungefähr eine Differenz von einer Sekunde von 0 auf 100, die zieht sich quasi durch. 100 auf 200 haben wir 0,5 Sekunden Unterschied und 0 auf 200 1,6 Sekunden. 80 auf 120 0,4. Dann haben wir für die Leute, die wahrscheinlich der interessantere Teil ist, dann halt auch nochmal Model Y Long Range zu Model Y Long Range mit dem Boost. Da haben wir nochmal eine Differenz von den 0,6 bis 0,7 Sekunden auf 100. Also das ist dann halt auch diese von den 5 Sekunden runter auf 4,4 wie angegeben. Und ansonsten von 100 auf 200, das komische, komischerweise ist er dann was langsamer. Also 0,3 Sekunden braucht er da länger, das Model Y Long Range im Acceleration Boost. Ich weiß nicht, ob da irgendwie fehlerhafte Daten sind, glaube ich fast nicht, aber merkwürdig auf jeden Fall. Dann der interessante Teil, ich denke mal, den viele interessieren werden, ist dann halt Model Y Performance zu Model Y Long Range mit Acceleration Boost. Da haben wir noch so einen gerundet, sage ich mal, einen Unterschied von 0,4 Sekunden. Das zieht sich eigentlich über die ganze Geschwindigkeit hin. Von 100 auf 200 haben wir 0,8 Sekunden Unterschied. 0 auf 200 1,3 Sekunden. 80 auf 120 sind es mal gerade ein Zehntel, also 0,12 Sekunden. Das sind auf jeden Fall die Fakten von den beiden Fahrzeugen. Da kann jeder selber entscheiden,
wie er das wichtet. Für mich ist halt das Performance-Modell aus dem Grund noch interessant. Zum einen hast du die höhere Höchstgeschwindigkeit, du hast die cooleren Felgen, muss man so sagen. Also mir gefallen sie schon deutlich besser wie die 19 Zoller. Du hast jetzt die besseren Sitze in Anführungsstrichen und das bessere Fahrwerk, würde ich mal sagen, so vom Gefühl. Aber ich will da noch nicht so viel sagen. Ich will erst noch ein bisschen damit fahren, um zu sehen, ob es denn tatsächlich besser ist. Aber so vom ersten Gefühl her, was ich gefühlt habe, ist es schon ein bisschen gediegener, sage ich mal, von der Härte her. Ja. Ja, das ist halt mit den Fahrzeugen. Ich denke, das sind auf jeden Fall interessante Daten. Ich hoffe, damit ist euch geholfen. Bis dahin.